Will Shakespeare. Wem? Von Shakespeare. Das Stück sorgt für Lachstürme, lauter Verwechslungen, ein Schiffbruch, ein Piratenkönig, eine Szene mit einem Hund und die Liebe triumphiert. Edel. Wirklich? Julia. Julia? Die Tochter seines Feindes. Tochter seines Feindes. Das Entscheidende an solchem Abend ist die Frage, woher kommt es? Und das kommt von Shakespeare, vom Globe Theater. Und man mag es ja nicht glauben, aber da war die Hölle los. Da gibt es Liebe, da gibt es Kampf, da gibt es Tod, da gibt es Geburt. Es gibt im Prinzip nichts, was es nicht gibt. Amme, Theaterliebe wird nie wie wahre Liebe sein, solange wir Frauen nicht selber auf der Bühne stehen. Theater sind nichts für wohlgeborene Damen. Aber so wohlgeboren bin ich gar nicht. Wohlbegütert ist heute dasselbe wie wohlgeboren. Und wohlverheiratet noch besser als beides. Mein ganzes Leben lang schlafen wollen, wenn ich mich dadurch in eine Schauspielertruppe hineinträumen könnte! Ich möchte Poesie, ich möchte Abenteuer und ich möchte Liebe. Ungestüm, unkontrollierbar, ein Aufruhr im Herzen, gegen den man machtlos ist, egal was geschieht. Liebe, wie sie noch kein Stück gezeigt hat. Vielen Dank, Problem gelöst. Springen wir ans Ende der Szene. Abgang der Capulets, Lady Capulet und alle anderen Ballgäste, alle ab. Ja, woran denkt man bei Romeo und Julia? Selbstverständlich an den Balkon. Woran denkt man bei Shakespeare? Ans Globe Theater. Woraus besteht das Globe Theater? Aus Balkonen. Von daher ist es naheliegend für unser Stück, einen Ausschnitt aus dem Globe Theater zu zeigen, was einen wunderbaren Hintergrund bietet, nicht nur für unser Stück, sondern auch für die wunderbaren Kostüme der elisabethanischen Epoche. Denn man wäre ja ein dummer Kostümbildner, wenn man diese wunderschönen Kostüme, wie man sie selten heutzutage noch auf Bühnen sieht, nicht zeigen würde, wenn man schon die Chance dazu hat.